You're here, good. Bastian, his body must be here somewhere. Among countless others. Want to examine them one by one? Could take a while. You needn't fret. The recruits from White Orchard painted a small flower on their shields so as to be able to spot each other in battle. There was just a few of them. We look for the flowers, we'll find Bastian quick. No offense, but many a soldier's dropped his shield. Especially if he was on the losing side. If we find the shield alone, Hassan will catch the scent and lead us to Bastian. Come on. Sooner we get this done, the better. Okay. Ziele werden dir manchmal als Gebiete angezeigt. Genau, ja, das wissen wir. Suche mit Hilfe deiner Hexersinne nach temerischen Schilden. Ich weiß ja nicht, ob wir nicht lieber am Tag hier reingegangen wären, aber ist okay. So many corpses. And the war's just started. Habt ihr da auch mal drüber nachgedacht? Wenn man sich so die Geschichte anguckt der Menschen und auch die Kriege, die dann geführt wurden im Mittelalter, ja, 1000, 1100, 1200, was auch immer, wie viele da gestorben sind auf solchen Schlachtfeldern in einer Art und Weise Krieg zu führen, wie man sich das heutzutage einfach gar nicht mehr vorstellen kann. Weil es ja wirklich einfach Mann gegen Mann voreinander stehend, aufeinander kloppend, komplett wahnwitzig. Asche nehme ich gerne. Ist eine alchemistische Zutat. Da ist eine Kiste. Meteoriten, irgendwas? Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, alle Beile aufzuheben. Okay, da war was Rotes. That him? No. Doesn't look anything like him. Okay. Was mit dem? Skin's burned off. Can you smell Bastian? Might be hard to tell, I know, but could this be him? Wir wissen doch, wer es ist. Der ist da hinten bei den Bösen. He found him. Hassan's caught his scent. Come on. Hä? Ich muss mich erst voll an die Steuerung gewöhnen. Ach, fick dich doch. Ich freue mich schon auf die Zeit, wo wir bessere Ausrüstung und besseres Level haben hier. Come on!
Zack. Zack. Mein Freund, du standst mir gerade im Weg. Nehmen wir mit. War hier noch ein Ghoul irgendwo? Da hinten ist was rot. Das war der Hund. Eines toten Soldaten. Gustav, ich möchte dich um etwas bitten. Ich bin in den Besitz einiger wertvoller Gegenstände gekommen. Frag mich bitte nicht, wie. Aus Bescheidenheit möchte ich die heldenhaften Taten, die ich im Kampf unser geliebtes Vaterland begangen habe. Aha. Ich bitte nun um Folgendes. Nimm einen Schubkarren und eine Schaufel und geh damit zum Strand, aber sorge dafür, dass dir niemand folgt. Mhm. Eigentlich ist das ja Leichenflatterei und sowas, ne? Das ist eigentlich strafbar gewesen. Ist das da der Hund? Offensichtlich. But there is more. My lieutenant demanded we defecate on command. Ballista bolts landing all around, and all he could say was, a soldier with a full stomach will not step onto the battlefield. Now shit, that is an order. Can you believe it? The cretin. Stop! You're killing me. My ribs. It hurts to laugh. That needs a tourniquet. But first, want to explain what's going on here? Bastion! Is he... Has this Nilfgaardian captured you? No. He saved my life. I got a cut to my side, and then got hit in the head. Couldn't see anything. Rosin here found me as he crawled across the battlefield. Awa. His legs twisted. And so we were. A blind man leading a cripple. Found this place. Warum hat der eigentlich keine Hose an? I'm taking you home. We need to see to these wounds. I won't leave Rosin here. Alone he'll die. And he can't go back to his home. He's deserted. They'll hang him. And what if they find him with us? They'll hang us all, my Laisha included. No, the Blacken stays here. Bastion only made it with the Black One's help. Maybe you ought to show him Nordlings aren't as barbarous as Nilfgaardians make us out to be. Well, I could give him our Pa's clothes, teach him to work the field, but that accent. Fine, I'll take him in. Thank you, Witcher. Your reward and the gods protect you. Einfach sagen, dass stumm ist? Also, man könnte doch sagen, dass stumm ist. Wäre das denn so verkehrt? Okay, so. Das ist das Schlachtfeld. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich eigentlich keine Fragezeichen? Weil sie ausgeschaltet waren. Klasse. Das sieht schon viel mehr aus wie das Witcher, was ich kenne. 12 Millionen Fragezeichen.
Jedes gewirkte Zeichen erhöht für die restlichen Kampfdauer Regeneration. Meine Fresse hier. Das müsste doch der sein, mit dem ich mich heilen kann, oder? Ja, ist es. Nekromantie ist ja auch nur eine Form von HR. Meine Güte, du hustest wie die Leute da im Dorf. Ja, ich bin einfach auch so krank wie die im Dorf. Run, Roach. Okay. Ach, das ist ein Monsternest. Ich habe aber keine Granate, um das kaputt zu machen. Ja. Samum. Okay. Ist das das Monsternest? Place of power. Should draw from it. Zum Zerstören des Monsternestes brauchst du eine Kartesche, Samum oder die Bombe tanzender Stern. Da. Boom. Come on. Nice! Level up. So, okay, ich kann dem nicht. Gut Blut. Da ist dein Kopf. Hier ist gut Blut. Nein. Ich brauche nicht 12 Millionen stumpfe Beile. Ein Fertigkeitenpunkt. Nice. Quenn-Zeichenintensität erhöht. Ich bin immer noch kein Level-Up. Okay. Fertigkeiten zum Aktivieren hier platzieren. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben. Boah. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitsbaum sie gehört. Wähle Dip und drücke Viereck, um sie zu entwickeln. Erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 10%. Falscher Knopf. Reichweite von Art.
Schaden durch Igni. Zeichenwirkdauer von Lüt. Der Quenchschild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Aha. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während der Axi wirkt. Er erhöht den Überdosisschwellenwert von 50 auf 60%. Auf Klingen angewendete Öle bewirken bei jedem Treffer 5% Chance, das Ziel zu vergiften. Beim Ziehen von Bomben. Jede bekannte alchemistisches Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale Toxizität um 0,5. Ist wahrscheinlich auf Dauer gar nicht so verkehrt. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde. Das heißt, ich habe automatische Regeneration. Maximale Vitalität erhöhen. Das sind diese Rüstungsboni. Armbrustbolzen mehr Schaden. Okay. Die Adrenalinausschüttung um 5%. Maximal eigene Vergiftung. Der ursprüngliche Effekt von Kriegstrance wird aufgehoben. Maximale Ausrüstungsgewicht wird um 60 erhöht. Ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ich bin immun gegen die Wirkungen von Bomben und Spezialbomben. Okay. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Yes, please. Gerade basierend auf dem, was ich habe. Der Bonus von einem Ort, der macht es dauerhaft. Das kann jedoch immer nur ein solcher Bonus. Du hast ein Mutagen gefunden, verwende es, um deine Fertigkeiten zu verbessern oder einen besonderen Trank namens Mutagen-Absud herzustellen. Hat. Jeder bewirkte Zeichen erhöht die für restliche Kampfdauer Regeneration. Also das. Okay. Ich muss ein Schnellreisekreuz finden. Ist an der Brücke aber keins, oder? So eine Brücke wäre so ein typisches Plätzchen. Ist es eins da? Okay. Dahinter ist ein Lagerfeuer. Puh. Wir sind auf jeden Fall ganz kurz vor einem Level Up. Ein paar Fragezeichen mal abwimmeln hier. Noch ein Nest. Gut. Ghoul Nest. Ought to just destroy it. Let's go.
Das sind sehr viele auf einmal. Show me what you got. Da war einer neben mir. Wow! Ich sehe vor lauter Bäumen die Gude nicht mehr. Ach, Kacke. Komm her. Kurz mal aufnehmen. Musst du den Typen vom Geistesbrunnen? Ja, das muss ich auch noch. Das ist korrekt. Ah, falscher Knopf. Fuck. Das war der falsche Knopf. Aha. So. Ghoul Nest. Ought to just destroy it. Ja, Moment. Wir essen ganz kurz was. Wenn wir was haben. Haben wir nicht. Kaboom! Hier kommt keiner raus. Okay. Goldener Rubinring. Nette Kiste. Alter, wir sind 992 von 1000. Oh je. Wobei es wahrscheinlich sinnvoller ist, ganz kurz hier hinzugehen und dann runter ins Dorf. Ich weiß noch, wie ich bei meinem allerersten Play die ganze Zeit dann diese ganzen Sondersets von Rüstungen und Waffen gesucht habe. Das Bärenset, das Wolfset und so Geschichten. Das ist Maditen. Ach, ich habe nicht genug Ausdauer, um da... Oh, Double Kill. Moment. Wo bist du? Hä? Guck mal. Like it. Witcher 3 hat einfach übelst viel Content. Oh ja. Oh ja, oh ja. Hühnerbrötchen. Aha. Falscher Knopf. Der wollte ich drücken.
Das war nicht das, was ich machen wollte. Egal. Da ist ein Lager. Das war jetzt aber kein... Doch, das war das Fragezeichen. Das Banditenlager. Aber ganz ehrlich, Icarus, Cyberpunk hat ja auch unsagbar Content ohne Ende. Also ich habe ja nicht mal ansatzweise alles gesehen. Kein schönes Geräusch, was auch immer es war. Ja, Wölfchen. Ach, die Satyre noch mehr. Dann wird das Lager mal ausgeräuchert. Komme ich darauf? So auf jeden Fall nicht. Da wahrscheinlich. Da lang, da lang. Oh, was ein Umweg. Und was habe ich gemacht? Ich habe Geralt voll in die Sackgasse geführt. Ja, hier sind nur ein paar traurige Menschen. Okay, die Deserteure haben sich da einfach verschanzt. Hallo? Hero, hey? Ja. Ich hätte gedacht, ich habe einen Weg gefunden, aber... offensichtlich nicht. Ich muss doch über die Brücke und dann rechts. Okay. Jetzt sind wir wieder da. Okay, wir müssen zurück. Umwege. Umwege, Umwege, Umwege. Icarus, hast du am Wochenende was Schönes geplant? Machst du irgendwas Schönes oder... keine Ahnung. Verbringst du das Wochenende zu Hause? Was auch schön sein kann, also dementsprechend. Hm.
So, über die Brücke und rechts. So. Dann haben wir dieses schmale Stück hier. Und da geht der Weg rauf. Yep. Lernen und nicht vom Sturm weggeweht werden. Ist es bei euch stürmisch? Euer Anführer ist auch tot, nur so am Rande. Hä? Nehmen wir mit. Der hatte das Leder, das ist alles, was du mir gibst? Wow. Kaputt. Es geht? Geralt, ich liebe den Geruch von verbrannten Banditen am Morgen. Ja, gerade der Geruch von den Haaren. Was gibt's denn da unten zu knurren und zu murren? So. Okay, was haben wir denn hier? Ein Zettel. Wofür soll ich sterben, verdammt? Für Temerien? Vater ist dafür gestorben, meine drei Brüder sind dafür gestorben. Und was ist, war ihr Lohn? Nichts. Nicht mal ein anständiges Begräbnis. Okay, das war einfach nur die Info quasi, warum die Deserteure hier sind. Vipernstahlschwert, das klingt geil. Der Hexer Kolgrim wird beschuldigt, Viti entführt zu haben, den Sohn von Paul, einem Imker in Weißgarden. Okay. Beteiligte Person, Ritter Ignatius Vereris Bart. Hexer der Vipernschule. Ja. Finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Vipernschule. Eins von zwei. Finde Kolgrims Überreste. Ich habe auf jeden Fall genug Stuff dabei hier. Im wahrsten Sinne. Okay. Kohlgrim, der grimmige Kohl. Oder der dritte Bruder der Gebrüder, Grimm. Das ist Kohlgrim. Das hat nur zwei Erfahrungspunkte gegeben. Das ist schon arg wenig, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Oh, Banditen. Sehr viele Banditen.
Conjure it! Bastards, conjure it! Nice. Rippy soldier! Smash! Das war schon damals geil, diese Kill-Animation hier. Eine Strickleiter. Warum nicht, ne? Und einmal die Kisten ausräumen. Hm? Krone, Lederstück, Smaragd, Temerischer und Erscheinungsabsuch. Drölf Millionen Rezepte kriegt man hier. Es tut mir leid, ich bin gerade wieder lost in Nebenquests. So, das hält jetzt 20 Minuten an. Das wäre cool. Spart eine Menge Lebensmittel auf jeden Fall. Ich mache euch jetzt fertig. Komm her. Na los. Du bist aber weit weg, mein Freund. Also wenn du gegen mich kämpfen willst, komm her. So, die Gehirne brauche ich für meinen Lebenstrank. Deswegen ist es nicht schlecht, die hier zu bekommen. Schwert der Vrihet-Brigade. Meistergegenstand. Okay. Ein bisschen Jägerhose, Werwolf absucht. Den riecht man schon von was? Den riecht man schon meilenweit vorher. Der Kohlgrimm, ja, das wahrscheinlich, ja. Sehr gut. Damit gehen wir. Besiege die Mittagserscheinung. Ne, ich habe sie anders geklärt. Das Plätze. Gambissen. Ja. Mehr Rüstung. Auch wenn die Optik, ne, muss man halt relativ sehen. Das ist auch eine Stahlwaffe. Tatsächlich nicht besser. Aber Geld wert.
Das bedeutet, ich kann sie verkaufen und ein bisschen mehr Geld in meine Kasse spülen. Denn ein armer Hexer ist ja ein trauriger Hexer. Erstmal verkaufen. Show me what you got. So. Handwerk. Hose, Jägerhose. Leichte Ausrüstung erhöht den Rüstungswert und die Ausdauerregeneration. Ach. Magischer Gegenstand. Okay. Oberkörper. Skellige Gambissen. Leichte Ausrüstung erhöht den Rüstungswert und die Ausdauerregeneration. Plunder, Heft. Warum soll ich denn Plunder herstellen? Okay, für die Sachen fehlt mir eh noch ganz viel Zeug. Und ich denke, einige Rezepte, die ich habe, kann der gar nicht herstellen. 177. Verwendete Ausrüstung reparieren. Ja gut, muss der gemacht werden, ne? Seide, Dunkelstahlbarren. Ja. Fehlt immer noch Zutaten für. Okay. Und ja. Gut. So long. Viper-eyed Hellraiser. Ja, der Vitalitätseffekt hält an. 20 Minuten. Da ist immer noch dieses wunderbare Bildchen, was ganz langsam vor sich her dröppelt. Guten Tag. Job done. The well was haunted by the ghost of a woman who was killed there. I drove it away. I just hope every unburied wretch don't start haunting us. Well, that battlefield's gonna cause us a heap of trouble. If they do, you know who to contact. Meanwhile, Claire, Volker, names ring a bell? I don't know him. Though I did hear our herbalist Tamira mention a Claire once. Same one, maybe? Your reward, Master Witcher. The gold I'd hid away for Mandy's dowry. Without you, she'd never have lived to wed. Now, there's hope for it, at least. How about that? Never expected to get a dowry. Nor did I suppose I'd ever give one to a witcher. Strange times these, wouldn't you say? Strange and sad. Ja. Ja, wir sind ein Level aufgestiegen. Guten Tag. Das Mädchen sieht wirklich nicht gut aus. Da
dass er dieses Monster-Symbol über sich hatte. Verwirrend. So. Damit haben wir die Quests erledigt. Und ich habe wieder einen Punkt. Wähle ein Mutagen aus und positioniere es auf dem angezeigten Platz. Ist dein Mutagen aktiviert, gewährt es Boni auf deine Charakterwerte. Sowohl Mutagene als auch Fertigkeiten sind mit Farben markiert. Platziere ein Mutagen auf einem Feld mit mindestens einer Fertigkeit der gleichen Farbe, um seinen Bonus zu erhöhen. Ach. Okay. Passt deine Fertigkeit nicht zur Farbe des Mutagens in seinem Feld, erhöht sie sich auch nicht den Bonus. Die Erhöhung durch ein andere passende Fertigkeiten in diesem Mutagenfeld bleibt bestehen. Je mehr Fertigkeiten sich in einem Feld befinden, die zur Farbe des Mutagens auf diesem Feld passen, desto größer fällt es auf. Okay, das heißt, ich müsste hier was Grünes reinlegen, um das zu verbessern. Aber was? Jedes bekannte alchemistische Rezept der Stufe 1. Also ich werde ja früher oder später eine ganze Menge Rezepte kennen. Und 100 Vitalität kann man nicht von der Hand weisen, dass das praktisch ist. Stufe 4, Stufe 12, 6, 9, okay. Das heißt, bevor ich das Feld freischalte, kommt dieses Mutagen. Alles klar. Aber es kostet wieder 1000 Punkte. Das erhöht sich also nicht. Das ist nicht ganz verkehrt. Das würde bedeuten, dass die Weiterentwicklung auch nicht zu gravierend ist. Okay. Aha. Das ist die Burgwiese. Ja. Oh Gott. Das ist die Hauptmap. Oh jemine. Ich habe Erinnerungen daran. Oh, leck mich doch am dicken Zeh. Oh je. Ich habe Erinnerungen. Das hier ist das Tutorial-Gebiet. Empfohlene Stufe 35. Stufe 16. Stufe 5. Stufe 10. Ja, Novigrad ist... Ne, warte. Novigrad ist auch hier. Das ist die Stadt. Die große Stadt. Kaer Morhen ist nochmal so ein Minimap, mehr oder weniger. Puh. Freunde, Freunde, Freunde.